So, hallo. Ja, es gibt mal wieder ein neues Video und diesmal kein Tour de France, sondern ich möchte euch ein neues Spiel zeigen, welches heute erscheint und zwar auf PC, Xbox One und PlayStation 4, Lonely Mountains Downhill. Ja, von einer kleinen Entwickler aus Deutschland, Megagon Industries, Mann, Mann, Mann. Ja, ja, Lonely Mountains Downhill, der Name sagt's fast. Man fährt da mit so einem Mountainbiker einfach nur den Berg runter, um es mal kurz und prägnant zu erklären. Aber es ist echt super umgesetzt, muss ich sagen. Ja, ich werde es einfach schon gleich mal zeigen. Ich bin schon zwei, dreimal gefahren, aber wirklich nur kurz. Ich habe auch noch keinen weiteren Berg freigeschalten, wie man hier sieht. Also man hat hier im ersten Menü, kann man hier die Berge freischalten. Und man sieht schon die Grafik, das ist so Low-Poly-Grafik. Ist schon ganz nett. Auch die Ansicht, werdet ihr gleich sehen, finde ich eigentlich genau passend. So. Ja, man hat hier verschiedene Möglichkeiten, noch sein Fahrer zu individualisieren, das Fahrrad lackieren, den Helm und so weiter und so fort. So, ja, hier gibt es verschiedene Fortschritte. Da kann man die Fahrräder freispielen, die Lackierungen, Outfits und so weiter. Rastplätze gefunden. Genau, das werde ich euch dann auch nochmal kurz zeigen. Wenn man so eine Strecke fährt, gibt es da auch immer verschiedene Wege nach unten zu kommen. Es gibt so Abkürzungen und so weiter. Das ist eigentlich ganz gut umgesetzt. Und man hat hier auch ein Leaderboard nach Zeit. Ja, hier sieht man, bin ich schon mal gefahren. 114. Ja. Kann man sich also auch mit anderen Spielern messen, was ich eigentlich ganz cool finde. Ja. Aber jetzt erstmal das Menü gezeigt. Geht's weiter. Also den Berg auswählen. Kraterhorn. So, hier sieht man jetzt die Strecke. Es gibt jetzt 1, 2, 3 Strecken, habe ich jetzt schon freigeschalten. Neue Strecke entdeckt. Oder kann man hier so verschiedene Dinge freispielen? Witwenschlucht ist die erste, die man fahren kann. Wanderwald und so weiter und so fort. So, ja, fahren wir mal Wanderwald. Was kann man da machen? Hier habe ich schon, ups, zwei was freigespielt. Und zwar muss man halt die Strecke in verschiedenen Zeiten dann schaffen. Und kann die dann bekommt dann verschiedene Dinge freigeschalten. So, jetzt 20 Stürze oder weniger. Ja, es klingt erstmal viel, 20 Stürze bei einer Zeit von 2 Minuten, aber ihr werdet sehen, das ist gar nicht mal so einfach. Also die Steuerung ist am Anfang vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig. Also man muss reinkommen, um seinen Fahrer zu steuern. Aber wenn man einmal drin ist, geht es eigentlich ganz cool. Und dann verbessert man sich eigentlich wirklich relativ schnell. So, ich habe leider noch kein weiteres Fahrrad freigeschalten. Das sieht man hier. Die haben auch alle verschiedene Eigenschaften. Finde ich auch ganz gut. Hier, man kann sogar mit einem Rennrad fahren. Also Gravel Bike wahrscheinlich eher. Leider auch noch nicht freigeschalten. Das ist wahrscheinlich richtig. Ja, Sprinten bisher sehr gut. Man kann auch sprinten. Und die Steuerung, was ich auch cool finde, ist, man braucht nicht viele Tasten, um zum Steuern. Beschleunigen, bremsen, mit dem Stick am Controller natürlich lenken, ist klar, und mit A einfach beschleunigen. So, los geht's. Ja, ich muss erstmal da reinkommen. So, man sieht's schon. Durchs Lenken und hin und her lenken kann man einfach, dann bremst der auch. Also ich finde, die Bewegung und so, das sieht alles ganz cool aus. Und ja, noch bin ich nicht gestürzt. Das ist der Sprint. Bremsen. So, und man kann eigentlich auch, das seht ihr vielleicht, wenn ihr selber nicht fahrt und dazu schaut, ja. Also man sieht schon, die Stürze sind heftig. Und dann kann man vom Checkpoint weiterfahren. Ja, ich fahre jetzt immer den Weg lang, also man kann hier ständig irgendwie Abkürzungen nehmen. Aber
Das sieht man auf dem ersten Blick gar nicht so, wenn man selber fährt. Wenn man zuschaut, wahrscheinlich schon eher. Hier, upsala, hier links, hier rechts war eine kleine Abkürzung, aber es gibt auch große, wo man dann größere Sprünge macht. Hier, das ist aber nur, das ist gar nichts. Also es gibt da richtig krasse Abkürzungen, wo man wirklich Zeit. Achso, 20 Stürze, ich muss ein bisschen aufpassen. Dass ich auch das Ziel, den Quest schaffe. Ja, also ich muss ehrlich sagen, mit der Steuerung. Ach Mensch, was mache ich denn für einen Mist? Also man muss sich immer schon ein bisschen einspielen. Ich bin jetzt erst einmal kurz hatte ich das Spiel gespielt. Man braucht da schon ein bisschen Übung. Also man kommt schnell rein. Aber um das Spiel zu meistern, braucht man schon ein bisschen. Vor allem, man muss die Strecken sich öfters mal anschauen und die Abkürzung irgendwann mal rausfinden, um wirklich da Zeit gut zu machen. Hier hätte man geradeaus jetzt runterfahren können. Oh, das war knapp. Langsam wegen den Stürzen aufpassen. 8 Stürze, 20 darf ich maximal haben. Das ist schon, man kann ja vorsichtig fahren, das geht jetzt hier nicht auf Zeit. Ah, okay, so schaffe ich es natürlich nicht. Baum mitgenommen. Aber genau am. Nein! Bam! Okay, 11 Stürze. Okay, jetzt muss ich dann doch langsam mal aufpassen. Die Strecke ist noch ein Stück. Was mache ich da? Ich finde es echt gut umgesetzt, auch mit der Steuerung, mit dem Fahrrad und die Physik. Also, das ist richtig cool gemacht. Ja, und so in der Art, auch von der Grafik her, würde mir zum Beispiel ein Tour de France-Spiel schon auch genügen. Mal, wie man hier den Fahrer steuern kann. Richtig cool. Geben wir ein bisschen Gas hier. Wir sind nämlich gleich im Ziel. Bam. Ja, geschafft. Ja, sieht man hier, ich habe bei zwei Sektoren mich von der Zeit sogar ein bisschen verbessert. Rang 106 dort. Aber Gesamtzeit war trotzdem schlecht, aber schon um einiges besser. Aber es ging ja jetzt nur darum, 20 Stürze oder weniger. Und das haben wir freigeschalten. So, dann können wir vielleicht nochmal. Ja, neuer Berg freigeschalten. Redmore Peaks. Schön, haben wir ein paar Mal beim Kraterhorn. Was haben wir denn hier? Der Witwensch. Wir haben ja noch das neue Felsentreppe. Ja, die bin ich nämlich noch gar nicht gefahren. Schauen wir uns die nochmal schnell an. Hier ist einfach nur immer der erste, ist einfach nur überfahre die Ziellinie als erstes Ziel und dann kann man so lange fahren, wie man will und dann kann man, Quatsch. Doch, passt. Rein starten.
allen Dingen macht es dann noch. Okay, das war zu weit. Ah, hier hätte man links rumfahren können. Boah. Okay. Okay, man hier drohen. Ah, okay. Ah, verdammt. Fahren wir nochmal hier lang. Boah, okay, das ist eine coole Abkürzung an sich. Checkpoint 1. Ja, man muss echt mal die Strecke langsam fahren, tatsächlich. Boah. Und sich die Abkürzung anschauen, wo man so Möglichkeiten hat. Wenn man echt mal von den Zeiten ins Leaderboard ganz nach vorne kommen will. Also das werde ich auch noch machen. Jetzt im ersten Schritt werde ich auf jeden Fall erstmal nur alles so freischalten ein bisschen. Und spielen. Macht eigentlich auch richtig Laune. Man will sich von der Zeit verbessern, die Strecke lernen. Also ich muss sagen, da, upsala, da haben ein gutes Spiel gemacht, die Entwickler. Fahren wir hier lang. Oh, fuck. Eieiei, sorry, aber das war schon knapp. Uah, schade. Manchmal habe ich schon mit der Steuerung so meine kleinen Probleme und hier geht's lang. Das ist ja heftig hier. Richtig nice. Geht's hier lang? Okay, mal gucken. Auf jeden Fall ein anderer Streckenabschnitt. Ah, hier kommen wir wieder auf die Strecke. Also es ist, finde ich, cool gemacht, dass man hier echt verschiedene Möglichkeiten hat, im Berg runterzukommen. Und das ist auch, muss ich sagen, mit dem Low-Poly-Stil, das passt echt super zu dem Spiel. Ui, das war knapp. Und die Steuerung und das Bewegen vom Fahrrad sieht auch richtig super aus. Ah, Wasser. Hier sieht man auch, von die Wege herkommen. Es kann auch von anderen Strecken sein. Es muss jetzt nicht unbedingt eine Abkürzung sein oder ein anderer Weg. Ich glaube, jetzt kommen wir wieder ins Ziel hier. Nein! Was mache ich denn? Ja, das war doch mal auch eine interessante Strecke. Wieder zum Menü. Ja, gucken wir hier nochmal. Wenn du jetzt nämlich hier schaust, hat man jetzt hier auch die nächsten Herausforderungen freigeschalten. Es gibt ja dann auch noch Experte. Kann man nochmal schnell schauen, was wir da so für Herausforderungen haben. Experte in 2,15 oder weniger. Meine Bestzeit seht ihr rechts oben ist 2,25. 13 Stürze oder weniger. Okay, neues Outfit. Dort oben gibt es neue Lackierungen. Und in 1,55 neues Fahrradteil. Puh, da muss man dann schon ganz schön noch üben. Und dann gibt es hier unten noch in 2,05 mit 7 Stürzen oder weniger. Schalte neue Lackierung Pacebreaker Voodoo frei. Ja, das sind schon coole Herausforderungen. Das ist ganz interessant gemacht auf jeden Fall. Ja.
Das war's. Kurze Vorschau. Mal gucken, ob ich noch mehrere Videos mache, wie ich mich hier so durcharbeite durch die Strecken. Vielleicht mal ein Livestream dazu. Jetzt kommt das Wochenende, bin ich am Überlegen. Falls es euch gefällt, dann kann ich gerne noch ein paar Videos dazu machen. Mal schauen. Aber ja, ich wollte euch das Spiel kurz zeigen. Finde ich, ist echt ein super Spiel, gerade für Radsportfans ist das auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja, macht Spaß zu spielen und ist echt, macht echt irgendwie süchtig. Also mir zumindest. Ja. Genau, also schaut mal rein. Das gibt's bei Steam, PlayStation 4, Xbox One. Kommt heute raus und kostet 20 €. Also ja, für den Preis, das geht eigentlich schon. Genau, also, ich danke euch fürs Zuschauen. Dann, ja, bis demnächst. Tschüss.